Die Bindung zwischen einem Hund und seinem Halter ist nicht zu unterschätzen. Sie basiert auf gegenseitiger Liebe, Wertschätzung und vor allem Vertrauen. Entgegen der landläufigen Meinung ist es nicht so einfach, das volle Vertrauen eines Hundes zu gewinnen. Wenn du möchtest, dass dein Hund dir sein Leben anvertraut, musst du dir das verdienen. Es kann Monate und sogar Jahre dauern, bis das Vertrauen eines Hundes gewonnen ist. Ob dein Hund dir zu 100% vertraut, erfährst du jetzt. Nummer 1. Er sieht dir in die Augen. In der menschlichen Körpersprache kann Augenkontakt alles bedeuten. Es gibt verschiedene Nachrichten, die deine Augen an andere Personen senden können. Wenn du jemanden in die Augen schaust, bedeutet es im Allgemeinen, dass du konzentriert und aufmerksam bist. In der Körpersprache eines Hundes erzählt Augenkontakt jedoch eine ganz andere Geschichte. Ein Hund, der einem anderen Hund in die Augen schaut, ist höchstwahrscheinlich bedrohlich. Es ist ein Zeichen der Dominanz und um Frieden zu bewahren, vermeiden die meisten Hunde die Augen zu schließen. Dein Hund wird keinem anderen Hund in die Augen schauen. Du bist allerdings kein anderer Hund. Hunde scheinen gelernt zu haben, dass Menschen Augenkontakt mögen. Wenn dein Hund dir also liebevoll in die Augen sieht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er dich versteht und dir vertraut. Nummer 2. Er kommt zu dir kuscheln. Hunde sind am angreifbarsten, wenn sie schlafen. Wölfe und wilde Hunde schlafen gezielt in kleinen, engen Räumen mit Rudelmitgliedern, denen sie vertrauen, um sich vor Raubtieren zu schützen. Für deinen Hund ist es am sichersten, wenn er sich neben dir schlafen legt. Kuscheln ist eine der beliebtesten Methoden eines Hundes, um Menschen ihre Liebe zu zeigen. Dein Hund weiß, dass er bei dir in sicheren Händen ist und vertraut dir, wenn er seine Augen schließt. Nummer 3. In deiner Nähe ist dein Hund ganz entspannt. Hunde, die Angst haben oder ängstlich auf und ab gehen, legen den Schwanz zwischen ihre Beine, gähnen, obwohl sie gar nicht müde sind, oder legen die Ohren an. All diese Aktionen deuten darauf hin, dass deinen Hund etwas stört. Auf der anderen Seite erkennt man Hunde, die ihren Haltern vertrauen, daran, dass sie eine selbstbewusste und entspannte Körperhaltung zeigen. Sie halten den Mund leicht offen, die Ohren sind nach vorne gerichtet und der Schwanz wedelt. Diese Art von Körpersprache zeigt, dass dein Hund sich in deiner Nähe wohlfühlt und sich keine Sorgen machen muss. Dein Hund vertraut darauf, dass du alles unter Kontrolle hast. Nummer 4. Er reagiert gut auf dein Training. Die meisten Menschen denken, dass es beim Training eines Hundes nur um den Hund geht. Aber es geht tatsächlich um die Bindung, die an den beiden Enden der Leine geteilt wird. Wenn der Hund seinem Halter nicht vertraut, dann reagiert er mit weniger großer Wahrscheinlichkeit gut auf das Training. Wenn dein Hund während des Trainings eifrig und aufmerksam ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er dich respektiert und dir vertraut. Und Nummer 5. Dein Hund ist ruhig, wenn du das Haus verlässt. Trennungsangst ist ein häufiges Verhaltensproblem bei Hunden. Die Hunde geraten in Panik, sobald sie allein gelassen werden. Selbst wenn du das Verhalten deines Hundes nicht in Trennungsangst einstufen würdest, weinen, jammern oder kratzen Hunde an der Tür, wenn der Lieblingsmensch das Haus verlässt, sind das deutliche Anzeichen dafür. Manchmal bedeutet es, dass der Hund gerne mitkommen würde. Aber es könnte auch heißen, dass der Hund sich nicht ganz sicher ist, ob sein Mensch zurückkommt. Wenn dein Hund dir zu 100% vertraut, dann wird er nicht daran zweifeln, dass du irgendwann zurück sein wirst. Er wird geduldig warten und an der Tür bereitstehen, sobald du nach Hause kommst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.